Wie schafft man es in Minecraft, Dorfbewohner ins eigene Haus zu bekommen? Wie vermehrt man sie und wie wechseln sie ihre Jobs? All das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wir kümmern uns heute um die Dorfbewohner. Ich weiß, einige von euch denken, dass wir eventuell schon den Boss machen könnten. Also das End können wir auch, machen wir aber nicht, weil ich möchte vorher noch ein paar Sachen verzaubern und eben traden. Und das Trading-System hat es mir angetan. Und weil es immer noch viele Anfänger gibt, so wie mich, und auch viele jetzt neu mit Minecraft angefangen haben, auch von euch, erkläre ich heute mal, wie das funktioniert mit den Dorfbewohnern. Und Frage 1, die wir uns ja stellen, ist die Frage, wie bekommen wir Dorfbewohner jetzt bei uns hier ins Haus? Also ich habe die ja jetzt schon hier. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht mit einem Boot. Und zwar können wir das einfach neben einem Dorfbewohner platzieren. Der springt dann da rein und wir können ihn dann mitnehmen. Das ist zwar relativ langsam, aber eben eine gute Möglichkeit. Um irgendwo hochzukommen, braucht ihr auf jeden Fall einen Piston und einen Hebel, sonst könnt ihr da nicht hochfahren, das funktioniert mit einem Boot eben nicht. Allerdings könnt ihr aber überall runterfahren, wie ihr hier sehen könnt. Das ist also kein Problem. Das heißt, wenn ihr aus einem Dorf eben Dorfbewohner mitnehmen wollt, braucht ihr auf jeden Fall einen Piston und einen Hebel mit dabei. Es sei denn, ihr befindet euch permanent auf derselben Höhe mit dem Dorf, dann sollte das kein Problem sein. So, wenn die sich jetzt nicht die ganze Zeit angucken würden, dann könnte ich euch das auch nochmal demonstrieren, wie sie tatsächlich hier auch einsteigen. Aber irgendwie sind die gerade sehr intensiv miteinander beschäftigt. Gut, dann mache ich erstmal alle Löcher hier oben zu, weil eigentlich war geplant, dass ich die Dorfbewohner immer hier reinfallen lasse, damit sie dann direkt da landen, wo sie hin sollen. Und zwar wäre das hier unten, wo ich sie dann, Arbeiten gebracht habe. Hier unten ist uns nämlich schon einer reingefallen, das war mal ein Baby, da habe ich schon einmal eben einen gezüchtet, beziehungsweise vermehrt, züchtet, klingt so komisch, und der ist eben hier schon freundlicherweise reingefallen. Damit das aber eben nicht passiert, habe ich jetzt mal alle Dinger zugemacht, weil ich möchte die gerne oben behalten, damit wir die noch schneller vermehren können, weil mit zwei mehr von denen würde es ja doppelt so schnell gehen. So würde sie damit mal jemand erübrigen und ins Boot gehen. Jetzt sind sie beide drin, okay, sehr schön. Also sie gehen rein, ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr da seid, dass ihr halt nur einen mitnehmt, weil sonst kommt ihr nicht mehr mit rein. Stellen wir eben die Betten hin. Zu den Betten sage ich gleich nochmal was, die sind auch wichtig. So, nochmal eins hinstellen. Geht einer rein. So, schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Müsste also schnell sein. So, und dann könnt ihr hier mit ihm schön langfahren und ihn halt einfach zu euch nach Hause holen. Der zweite ist auch noch mit am Start. Okay, sehr schön. Gut, also dann haben wir den Punkt abgehakt, so bekommt ihr Dorfbewohner zu euch in die Bude. Ein weiterer wichtiger Punkt sind jetzt die Betten. Ihr braucht genauso viele Betten oder mehr Betten, als es Dorfbewohner gibt. Mehr Betten, als es, ja, das ist richtig, als es Dorfbewohner gibt, damit sie sich fortpflanzen können. Gibt es weniger, pflanzen sie sich nicht fort. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst. Deswegen holen wir uns nochmal eben ein paar Betten. Mein Inventar ist schon wieder komplett voll. Und stellen die mal hier mit rein, damit sie sich auf jeden Fall fortpflanzen können. Weil das ist ja, wie gesagt, eine wichtige Bedingung. So, das reicht aber noch nicht aus. Deswegen müssen wir noch Folgendes machen. Genau wie die Tiere brauchen die natürlich was zu fressen, damit sie sich fortpflanzen können. Und wir holen uns jetzt mal hier Weizen, damit wir Brot machen können. Weil die brauchen jeder jeweils 3 Brote, 12 Karotten, 12 Kartoffeln oder 12-mal rote Beete. Also immer nur eine der Sachen, die ich aufgezählt habe. Aber vom Brot brauchen sie nämlich jeweils nur 3. Dementsprechend nehmen wir Brot, ist für uns am einfachsten gerade. So, wir konnten 8-mal Brot machen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal wieder zurück zu den beiden. Wichtig ist jetzt, dass ich hier immer wieder zumache. Und auch komplett zumache, weil das Kind, was gleich kommen wird, das kann durch so einen Block großes Loch halt durchkommen. Und dann rennt es euch hier durch die Bude. Und das Problem ist, da hinten ist zum Beispiel das Netherportal. Ich habe hier hinten auch schon abgesperrt. Und ein Bibliothekar ist uns schon abgehauen und der hängt jetzt im Nether rum und kommt auch nicht mehr raus. Ich glaube, es müsste jetzt 2 sein. 3. 1, 2, 3. Wenn ihr mal falsch verteilt, sollte es auch nicht so schlimm sein, denn die teilen das auch untereinander und jetzt haben wir hier das Kind. Und es ist ganz wichtig, dass das Kind Zugriff auf Betten hat, damit es da so dämlich drauf rumspringen kann. Denn so wird es dann irgendwie irgendwann erwachsen. Und ja, so macht ihr kleine Minecraft-Babys. Und die Erwachsenen können sich eben alle 5 Minuten fortpflanzen und die Kinder sind dann in 20 Minuten groß. Deshalb wäre mein Plan jetzt gewesen, dass ich noch gleich ein Kind mache und wir dann hier oben 4 Stück haben und dann eben ganz schnell die Dorfbewohner vollbekommen. Weil ich habe ja jetzt hier 10 Plätze, die ich gerne vollbekommen möchte, wahrscheinlich sogar noch mehr. Weil ich immer mehr dazu lerne und es gibt halt viele Berufe, die Sinn machen, dass man die hat. So, tschüss, viel Spaß mit dem Kind. So, aber wir haben jetzt hier noch jemanden unten, der ist arbeitslos, hat also keinen Job. Also so sieht jemand aus, der arbeitslos ist, aus der Wüstenbranche sozusagen. Und das ist unser erster Bibliothekar, den wir haben. Und der würde uns jetzt auch ein verzaubertes Buch, Plünderung 3, traden für 38 Smaragde und ein Buch.
ist ziemlich teuer, werden wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, dass es günstiger wird. Sehr viel günstiger. Gut, aber wie sorgen wir jetzt dafür, dass dieser junge Mann einen Job bekommt? Oder junge Frau? Oder irgendwas anderes? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt Blöcke in dem Spiel, die dafür sorgen, dass sie eben Jobs annehmen. Beim Bibliothekar ist es hier dieses Lesepult. Stellt man das irgendwie vor ihm hin oder in die Nähe davon, dann wird er zum Bibliothekar. Das sind insgesamt 12 Jobs, die es gibt. Wir haben hier noch so einen Schmelzofen, der ist auch ganz wichtig. Wird ein Rüstungsschmied draus, dann kann interessant sein. Machen wir auch noch. Dann gibt es hier noch diesen Bognertisch, der ist auch super praktisch, weil dann wird der Typ zum Pfeilemacher und tauscht uns für 32 Sticks einen Smaragd. Was praktisch ist, weil, ne? Sticks kriegt ihr schneller als Zuckerrohr bzw. Papier. Lesepult braucht ihr, wie gesagt, dann. Für die ganzen verzauberten Bücher ist also auch ein guter Trade bzw. eine gute Sache. Und ich nehme uns jetzt mal ein Lesepult mit und den Bognertisch. Weil den Trade würde ich ganz gerne haben, damit wir einfach schnell an Smaragde rankommen. So, den Block nehmen wir mal weg. Ich habe euch jetzt mal das Lesepult mitgenommen. Gut, wir kommen natürlich an den nicht ran, ne, wenn wir hier den Glasblock davor haben. Machen wir mal so. So, er ist jetzt Bibliothekar. Wir können ihn natürlich jetzt nicht anwenden durch die Glasdingens durch. Ist aber nicht schlimm, wenn wir hier noch Platz. Und von hier aus können wir ihn gerade ansprechen. So, er würde uns jetzt für 24 Papier ein Smaragd traden. Wollen wir nicht haben, weil wir gehen mal davon aus, dass wir etwas wie Reparatur direkt von ihm haben wollen. Das heißt, wir nehmen einfach das hier wieder weg und setzen das wieder hin. Er wird wieder zum Bibliothekar. Er tradet uns immer nur noch 24 Papier für einen Smaragd. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Gut, da einfach ein bisschen aufpassen, wo das Ding hinfällt. Er nimmt wieder den Job an. Wir können jetzt, würde er uns Verbrennung 2 anbieten für 12 Smaragde. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, Verbrennung haben wollten, dann ist es jetzt ganz wichtig, dass wir direkt mit ihm tauschen und nicht erst in einer halben Stunde oder sowas wiederkommen. Weil er wechselt seine Trades auch immer noch, wenn wir dieses Ding hier nicht bewegen. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn wir jetzt in 10 Minuten, sag ich mal, wiederkommen, dass er dann hier irgendwie irgendwas hat, was wir nicht haben wollen. Ja, deswegen müsst ihr euch darauf vorbereiten, ja, wenn ihr jetzt ein bestimmtes Buch haben wollt von ihm, dass ihr euch eben, dass ihr direkt tradet mit ihm. Wichtig. Und ganz wichtig, wenn ihr jetzt einmal mit ihm traden würdet, dann würde er den Job auch behalten, auch wenn ihr hier den Tisch wieder wegnehmen würdet. Das heißt, seid euch da also sicher, was ihr machen wollt. Wir machen das nochmal mit dem Bognertisch. Er ist jetzt Bogner, beziehungsweise Pfeilemacher. Und er würde uns für 1 Smaragd 16 Pfeile traden. Das wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Hätte nämlich ganz gerne den Stick-Trade von dir. So, für 32 Sticks, beziehungsweise 32 Stöcker, wie es hier heißt, könnten wir jetzt einen Smaragd bekommen. Ich habe mich natürlich super gut vorbereitet und keine Sticks am Start, um den Trade jetzt sicher zu machen mit ihm. Also, Merkel, bereitet euch da darauf vor. Ich hole mal ein paar Sticks hier raus und dann können wir auch mit ihm handeln. Wir können das jetzt auch so machen. Siehst du, hier, er will uns immer noch die Dinger traden. Machen wir direkt mal. So, jetzt ist der Bogen natürlich weg. Er bleibt aber weiterhin Bogen, weil wir schon einmal mit ihm getradet haben. Ganz, ganz wichtig. Aber selbst wenn ihr da einmal irgendwie die falsche Entscheidung getroffen habt, könnt ihr euch ja dann beliebig viele Dorfbewohner nachziehen, solange eben die Betten oben stehen habt. Das ist ja ganz wichtig. Aber so könnt ihr eben, wie gesagt, dann die Trades bekommen, die ihr eben bekommen wollt. Wie ich zum Beispiel hier mit dem, mit Plünderung 3 eben, wie gesagt, ganz oft hingestellt, gewartet, bis er das hatte und direkt getradet und er behält dann einfach eben auch dieses Buch. Beziehungsweise den Trade. Also ich glaube, die Eltern können schon wieder, allerdings haben wir noch nicht genug Rote. Also helfen wir einmal eben kurz nach mit Knochenmehl, um den ganzen Prozess mal zu beschleunigen. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Farm hier, eine vernünftige, damit wir dann immer schön Brot haben und uns gegebenenfalls, erstmal können wir uns selbst versorgen mit Essen und zweitens können wir dann immer schön Dorfbewohner nachziehen, falls wir welche brauchen mit irgendeinem Trade. Aber dafür können wir theoretisch auch Dorfbewohner einsetzen, also wir können ja das mit dem, wir können es automatisch abfarmen lassen, das weiß ich auch, wie das funktioniert. Wir können es aber auch, glaube ich, wieder automatisch bepflanzen lassen von einem Dorfbewohner. Und das wäre ziemlich interessant, weil das ganze Ding ja dann schon noch automatischer ist als vorher. Das heißt, ich würde mir das ersparen, dass ich hier immer die Samen pflanzen muss. Und das könnte ein Dorfbewohner theoretisch uns machen. Das gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an, wie das funktioniert. Finde ich nämlich auch mega interessant. So, wir haben 17 Brote. Mal sehen, ob die schon wieder können, ob die schon wieder wollen. Eins. Habt ihr euch gestritten oder was ist los? Warum grenzt du weg, wenn ich dir Brot speise? Zuwerfen. Ich möchte doch nur, dass ihr noch ein Kind bekommt, hör mal. Oh, sie machen schon wieder. Was ist hier los? Hattet ihr noch genug Brot? Sehr schön. Ja, ich dränge schon weg. Ist gut. Doch nicht. Ja, ist gut. Ich guck weg. Es hat funktioniert. Es kann nämlich auch mal sein, dass es nicht funktioniert und dass da kein Babyball rauskommt. Geh mal weg. Dankeschön. So, haben wir schon mal 4 Stück von den ganzen. Also 2 Kinder noch und unten hätten wir insgesamt 4 Stück drin. Ja, ich gehe ja weg, ist ja gut, beruhigt dich. So stellt sich vielleicht auch die Frage, warum ich das überhaupt noch mache, weil ich könnte jetzt ins End gehen, wenn wir die Blaze Rods und so bekommen. Im letzten Video haben wir das ja gemacht, kann man sich auch nochmal anschauen übrigens.
ist oben verlinkt. Ich hätte gerne noch ein paar Verzauberungen drauf auf meiner Rüstung, beziehungsweise hätte ich auch gerne Dia-Rüstung, ohne Dias zu farmen. Und das können wir zum Beispiel mit dem Schmelzofen machen. Der gibt später hervorragende Trades und tradet uns dann einfach Dia-Rüstung für Emeralds. Und wenn wir alles richtig machen, dann kriegen wir es sogar für einen Smaragd hin, was mega nice wäre. Und ich hätte einfach gerne noch sowas wie Feather Falling, ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist, aber auf jeden Fall hätten wir verringerten Fallschaden und so weiter und nochmal eine verbesserte Rüstung. Dafür möchte ich gerne die Bücher haben, weil es ist ja nicht nach dem End vorbei hier mit Minecraft. Dann geht's ja noch weiter. Das war's mit dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es hilft dem Kanal sehr weiter. Wir sehen uns Mittwoch um 15 Uhr wieder. Da zeige ich euch, wie wir die Dorfbewohner auch jetzt unten in die Löcher reinbekommen und vor allem, wie wir die Trades sehr, sehr viel günstiger machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.